Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skylanders Superchargers. Ja, heute mal im Emblembildschirm zum Anfang, weil ich dachte, wir könnten als erstes mal die Embleme einlösen, die so noch über sind. Schatzjäger-Emblem haben wir. Und da gehen wir mal durch hier. Kartenbezwinger-Emblem. Gewinne Himmelssteine und Turbospiele. Haben wir auch noch erledigt. Machen wir erstmal hier zum Anfang kurz Rangaufstiege. Und lassen diese Folge erstmal ein bisschen ruhig angehen. Protziger Auftritt. Schattenhafter Auftritt. Uhaha. Nehmen wir erstmal schattenhaften Auftritt. Was haben wir hier noch? Da, 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 da. Wo haben wir denn hier? Da können wir einlösen. Schützenstar Emblem. Läuft. Verdiene Sterne in Missionen. Haben wir auch glatt gemacht. Verdiene Sterne in Landrennen. Besiege Gegner. Kriegsemblem. Oha. 939 von 1000. Teamemblem. Dauerschmetterer-Emblem. Schließe Elementatorzonen in der Akademie ab. Rennfahrer. Nimm an Online-Rennen teil. Haben wir auch noch nicht. Bin ja zu blöd, gegen die anderen zu kämpfen. Wie soll ich da noch Online-Rennen fahren? So, das können wir auch noch hier mal eben. Wir steigern uns, sind schon auf 25. Weiter geht's. Bezaubernder Auftritt. Magie-Skalender machen Gegner benommen. Egal. Egal. Jetzt kriegen wir hier so Auftrittaussuchung. Techniker-Emblem. Wir sammeln doch schon Fahrzeugteile und Hutmacher. Hut auch noch und das gibt schon wieder einen Aufstieg. Ist schon auf 26. Das LP ist ganz schön weit gekommen und wir haben noch gar nicht großartig mehr da. Fluch der Zauberlinge, Fluch der Käfer. Versuchen gegen mehr Schaden. Zauberknilche sind grundsätzlich nervig, also nehmen wir die doch auch. So, haben wir jetzt, haben wir jetzt, haben wir jetzt. War da was? Nö. Sieht gut aus, würde ich sagen. Aber das Thema Embleme ist schon mal abgearbeitet. Ich habe Ich Spyro werde drauf, den stärker. ich auch erstmal den Hut wegnehme, einfach nur weil. Wie gesagt, Hüte, nein, die sehen doch ohne besser aus. Ach so, ja, das geht ja auch hier. Man kann ja auch drehen. Kann man eigentlich auch, nee, kippen kann man nicht, aber man kann drehen. Das wurde, glaube ich, im vierten war es, glaube ich, nicht mehr drin, ne? Sobald ich mich recht entsinne, ist es, glaube ich, wieder reingekommen. Im dritten konnte man es auf alle Fälle, da konnte man die Figuren auch drehen. In der Anzeige. So, wer sich noch vor einigen Tagen an die Folge erinnern konnte, wo wir eigentlich mal in der Story waren. Wir haben dieses Hähnchen sonst was Teil gegrillt, frittiert, whatever. Natürlich frittiert und alles Mögliche. Und sollten jetzt erstmal zum Wunschbrunnen und mit Hugo sprechen. Weil die doch ein Geschenk für uns haben. Hast du den Wunschbrunnen schon ausprobiert? Das ist eines der wenigen magischen Artefakte, die wir retten konnten. Oh, das stand auf Lord Chaos' Liste der Dinge, die ich in Chaos' Namen beanspruchen muss. Er wusste nicht genau, was man damit macht. Ehrlich gesagt glaube ich, er bewirft nur gerne Sachen mit Steinen. Nun, wenn du einen Wunschstein hast, wirfst du ihn in den Brunnen und bekommst nach ein paar Sekunden eine Überraschung. Ach, das Genau, das macht man kennen wir ja damit. schon. Hier, Skylander, nimm du. Jetzt, da ich hier in der Akademie bei euch bleiben darf, habe ich nicht das Recht mehr, noch mehr zu wünschen. Juhu, wir kriegen nur einen. So, rein damit. Ach nee, wir kriegen echt einen Seelenstein. Wir kriegen hier gerade voll die Geschenke, ey. Vorschau. Super Shot Stealth Elf. Ah, ich weiß nicht. So richtig Sieh sich überzeugend das tut einer mich die an. Figur, glaube ich, nicht. Hoffentlich erweist sich das Ist noch nicht als so nützlich mein für Ding. dich.
Ich glaube, Max hat den kolossalen Kern gesichert. Lass Flynn wissen, wenn du bereit bist, das Auge der Alten zu holen. Ja, genau. Machen wir aber trotzdem nochmal eben. Ich gehe mal auf die andere Seite, das nervt. Ich will den Brunnen benutzen. Brunnen? 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 Der Brunnen ist kaputt. Ja. Muss ich erst einmal weggehen und wieder hingehen? Ja. Oh, und noch eine Schriftrolle. Wir haben bald alle zusammen, wenn das so weitergeht, oder wie? Super, was? Du kannst Schriftrollen... Ja. Version 4. Liebes Tagebuch des Unheils! Eintrag 4. Ist das zu glauben? Neue Skyloser, die sich selbst Superchargers nennen, meinen, dass ihre bemitleidenswerten Fahrzeuge mächtig und schnell genug sind, um es mit meinem wunderschönen Skyschlinger aufzunehmen. Lächerlich! Warum seht ihr Narren es nicht ein? Egal ob an Land, auf See oder im Himmel. Ich, Chaos, herrsche über alles! Ja! Notiz für mich. Ich habe die absolute Kontrolle über die Portale übernommen, um diesen lästigen Posermeister auszusperren. Glumshanks muss sofort los, um herauszufinden, wie diese Deppen-Charger überhaupt hergekommen sind. Aber bestimmt ist es irgendwie seine Schuld. Ja, ich werde sofort die Schriftrolle bestätigen, sobald ich wieder in der Nähe vom Gamepad bin. Weil ich laufe hier gerade quer durch den Raum. Ach, ich versuche hier gerade Strom zu bekommen, weil mein Gamepad keinen Strom mehr hat. Und das wird nicht mehr lange gut gehen, wenn ich diese Folge überstehen will, sollte ich das erledigen. Einmal quer durch die Landschaft. So, jetzt habe ich schon mal irgendwie Strom, jetzt muss ich den Strom nur noch ans Gamepad bekommen. Und dann kann es auch schon weitergehen, ganz unauffällig, als ob nichts gewesen wäre. Als ob gar nichts gewesen wäre. So, 3, 2, 1, wo ist Strom? Strom! Es kann weitergehen. Wir sind wieder online. Oder besser gesagt, ich bin wieder online. Jetzt habe ich bloß mit den ganzen Kabel hier vertüdelt. Ah, passt schon. Irgendwie wird das laufen. So, gucken wir nochmal eben, kriegen wir hier nochmal... Oh, auch gut. Das ist auch gut. Zack, nehmen wir noch einen. Toll, das ist doch hier ein legendärer Schatz wahrscheinlich. Ja, super. Naja. Was brauche ich denn heute? Nur ein Fahrzeug vom Element Licht kommt durch dieses Tor. Ach, Licht, das ist doch eine Vollverarschung. Da gibt's doch nur eins von. Da gibt's doch nur eins von, das ist noch nicht mal auf dem Markt. Naja, egal. Hi. Woher wissen wir überhaupt, dass dieses große Stück Popcorn funktioniert? Was, wenn wir gegen einen riesigen Titan antreten und nicht groß werden, sondern nur... Du weißt schon... satt? Es klappt, Flynn. Es muss einfach... Wenn wir den Lichtkern nicht vollenden, können wir die Finsternis auch nicht stoppen. Ich finde immer noch, du solltest mich probieren lassen, bevor es ernst wird. Aber bitteschön, wir machen es auf deine Art. Ja, wir sind bereit. Spyro am Steuer von einem Sarg. Und los! Der Vogel ist wieder dabei. Super cool. Aber leise. Die Titanen sind nicht unser einziges Problem. Die Legenden sagen, dass die eingeborenen wilden Trolle die Titanen anbeten und all ihre schrecklichen Wünsche erfüllen. Total fies. Das stimmt, das ist schrecklich. Meinst du, sie bewahren das Auge der Alten im Whirlpool oder der Umkleide auf? Dieser riesige Hummer-Titan hat das Auge der Alten. Du musst auch so groß werden, wenn du es ihm wegnehmen willst. Aber Saurbär, das wäre jetzt richtig krass. Halt das mit jedem Skylander, das wäre der Hammer. Wer kommt? Wer kommt? Wie wär's mit ein bisschen Hilfe, Skylander? Ich bin doch schon dabei.
bin doch schon dabei, wenn die nicht gerade... Au, 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 au. Yay! Yay! Ich werde sowas von sterben. Oh, 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 oh. Das wird richtig eng. Okay, 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 okay. Alter, komm da nicht ran. Verdammte Axt. Oh, gib mir das Essen, Tessa. Dankeschön. Das sind ein paar wirklich fiese Jumbo-Bösewichte. Das kannst du laut sagen, Flynn. Die Kerle sind riesig. Hoffentlich kann es der kolossale Kern richten. Da kommt Whiskers mit dem Kern. Whiskers, abliefern! Jetzt geht's ab, Alter, werde ich. Der kolossale Kern bringt dich zu ihnen, damit du gegen sie kämpfen kannst. Und dann gibt's titangerecht was auf die Mütze. Ja. Wir fliegen voraus und halten die Augen offen, Skylander. Na los, Flynn! Oh, jetzt gibt's aber Angst. Das ist ja mal mega geil. Okay, Skylander, der episch große Hummer-Titan hat das. Oh, 69.000. Es ist aber nicht leicht, an ihn ranzukommen. Ja, dieser furchtbare Flusskrebs hat sichtlich sichere Sicherheit durch superstaatliche Seescharken. Und jetzt sagt er es dreimal schnell hintereinander. Wobei. Wow, das ist der ultimative Oberknaller. Ich weiß jetzt schon, welches Level ich mir öfter angucken werde. Oh, ist das geil. Oh, ich muss hier gleich mal ein paar Figuren wechseln. Tut mir echt leid, aber ich kann nicht anders. Ich sehe hier nicht mal die Gegner. Wo ist noch einer da? Alle, die auf mich schießen, die kriegen jetzt auch noch auf die Schnauze. Gar kein Problem. Da ist auf alle Fälle noch mindestens einer. Hier sind diese Türme. Verstehe. Da sind die Türme auch weg. Autschen. Da sind noch welche oder spawnen die nach? Ich weiß nicht, von wo die schießen. Daher weiß ich auch gar nicht, wo die sind. Ich höre sie aber. Ja, nee, ist klar. So kann man auch einen Seelenstein finden von Fiesta. Vorschau. Fiesta. Den finde ich eigentlich ziemlich cool. Da will ich nochmal gucken. Den gibt es in der Sonderedition. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich da rankomme. Werde ich mal gucken. Das wäre so meine Vorstellung. Irgendwer schießt hier doch noch. So, jetzt muss ich es echt mal testen. Es tut mir echt leid. Ich muss ein paar ausprobieren. Ich strahle. Spotlight in riesig. Das. Boah, es ist so geil. Boah, die muss ja richtig Damage machen. Weil allein schon ihre Angriffe und so, die hat ja so einen hohen Angriff. Andere war 69.000. Ja, das ist wesentlich mehr noch. Oh, Alter. Das ist definitiv übel. Das ist richtig übel. Also, man kann hier richtig mal die Figuren in einer richtig schönen Größe sehen. Ich find's hammermäßig. Ich find's einfach nur hammermäßig. Endlich kann man mal die Skylander richtig cool angucken. Das ist echt die optimale Stelle hier, um sich Skylander anzuschauen. Super. Was ist eigentlich, wenn ich den Trapmaster nehme? Die sind ja technisch gesehen eh schon größer. Oder ein Riese, Alter. Was ist, wenn man einen Riesen braucht? Ach, du Heiliger. Alter, das ist übel. Das ist richtig übel. Eieiei, ist das übel, ey.
Das ist ja mal mega übel. Das ist richtig übel. Oh my goodness. Selbstbedienung gestattet. Man ist aber so saumäßig langsam, aber wenn man halt Angriffe macht und so, ist man normal schnell. Eieieiei. Das ist richtig geil. Darf ich das erwähnen, dass das ultimativ cool ist? Die Idee ist echt super. Ich kann mit Musiknoten schießen und das macht richtig Damage. Wahaha. Jetzt merkt man schon fast gar nicht mehr, dass man groß ist. Über ein paar Kleinigkeiten. So. Da können wir noch Zahnräder mitnehmen und dann läuft die ganze Sache. Das ist so cool mit den ganzen Skeletten dann so dabei. So. Und ab dafür. Oh, es ist so geil in riesig, Alter. Das ist so geil. Skylander des Schattenelements sind in dieser Zone stärker. Ach, das ist ja richtig perfekt. Das bin ich ja gerade. Die seltenen Eier und füttern damit, was auch immer dieses Ding ist. Alles klar, Tessa. Ja, werden wir doch glatt noch erledigen. Das können wir auch locker in diese Folge noch mit reinhängen. Machen wir erstmal einen Figurenwechsel. Lass es blitzen! Ach nee, das Fahrzeug muss ich auch noch tauschen. Nehmen wir mal das hier. Jetstream! Das andere Luftfahrzeug hatten wir ja schon öfter. Oh, Cinder, auch cool. Oh, das ist so geil. Das ist so mega geil. Moment mal, fliegen kann die doch auch. Oh, richtig geil. Das ist perfekt, um Skylander hier Screenshots zu machen. So, hier für die Titel, für meine Titelbilder und so. Optimale Folgenbilder kann man damit erstellen. Das finde ich richtig nice. Alles klar. Und ab dafür. Oh ja, Rachefedern. Was ist das? Er sagt falsche Richtung. Ich weiß nicht, aber was so viele Zähne hat, kann nicht sehr nett sein. Die Muschelbunker sind die wahre Gefahr da draußen, Skylander. Hol sie dir. Fahrzeuge des Lebens. Du ja. In dieser Zone stärker. Kann ich umdrehen? Ja, sogar das Ziel. Okay, alles klar. Habe verstanden. Autschen, da war wieder ein Treffer dabei. Ah, cooles Fahrzeug, gefällt mir eigentlich, muss ich echt sagen. Das gefällt mir ziemlich gut. Was kann ich eigentlich hier mit der Sonderfähigkeit? Ah, läuft. Eieieiei. Okay, ich bin gerade sauber durch die Insel geflogen. Ey, der erste ist frei, oder? Ach nö, ich dachte, ich schieße die frei und dann ist die Sache erledigt. Okay. Juhu, läuft. Toll, man kann durch die Inseln durchfliegen, was auch mal ziemlich interessant ist. Meine Rüstung ist gleich weg. Das ist, glaube ich, eher ziemlich schlecht. Wenn ich das so überlege, okay, das hat sich zumindest schon mal ein Teil des Problems wieder gelöst. So, jetzt muss ich den nächsten plätten. Das ist auch erledigt. Und dann greifen wir doch mal das nächste Problem an. Oh, oh. Ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Das fliegende Maul mag es wohl nicht, wenn du mit seinem Essen.
Kasten spielst. Egal, gar kein Problem. Genau, das ist doch alles gar kein Problem. Wir kümmern uns hier um dieses letzte Objekt. Ach so, der ist einfach nur ausgewichen, bin ich ausgewichen. So, schon mal gleich auf den nächsten. So, schon wieder ausgewichen. Saubere Aktion, würde ich mal behaupten. So, erstmal die ganzen Verbindungslinien von dem Typen loswerden. Und nochmal auf das Teil ballern. So wird das gemacht. Boom. Ich hoffe, ich darf selber zum nächsten fliegen. Oder war das auch schon alles? Das war schon alles. Sonst hätte ich mir das Werkstattobjekt holen müssen. Der Stern fliegt durch die Gegend. Du hast die Vögel und ihre Eier vor diesen fiesen Trollen gerettet. Und damit ist der Himmelsstern abgeschlossen. Saubere Aktion. Gut, ich würde mal sagen, das war's dann heute für Let's Play Skylanders Superchargers. Und zwar heute in super groß. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge in super groß wieder. Also bis dann. Ciao.